So, erst einmal einen wunderschönen guten Tag an euch alle da draußen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich jetzt mal ganz offen und klar auch an euch richten möchte und auch darüber reden möchte. Und Leute, die quasi jetzt wieder in dem Sinn angegriffen fühlen, sollen erst einmal zuhören und eher einmal ihre Goschen halten. Und auch generell einmal darüber Gedanken machen, warum, weshalb ich generell immer in dem Sinn ein bisschen anders da bin wie jeder andere Mensch. Ich bin nicht zurückgeblieben und bin ja nicht irgendwie dumm oder sonst was. Ich habe einfach einen weiten Blick und ich kann auf jeden Fall definitiv argumentieren, warum, weshalb ich jetzt auch hier bin und auch meine Fresse aufmache. Bei mir es jetzt langsam reicht in diesem Scheißdrecksland. Es ist Fakt. So, was man auch überall tagtäglich sieht. Sie tun alle wirklich wortwörtlich so, als wäre alles heiligalle Welt in dem Sinn. Sie tun alle ja so, als hätten wir alle kein Problem. Natürlich haben wir genügend Probleme. Wir haben Probleme nicht nur generell wegen Inflation, wegen Vertrauen hier. Wir haben nicht bloß Probleme generell, dass wir alle gespaltet sind. Und da muss ich jetzt auch mal ganz offen und ehrlich reden, was der ganze Schmarrn soll. Ich muss auch wirklich sagen, irgendwo gibt es auch in dem Sinn auch seine Grenzen. Und meine Grenzen sind wirklich weit überlegend erfüllt und ich kann da definitiv nicht mehr zuschauen. Mir reicht es generell allgemein auch von Menschen, die wo andere Menschen runterziehen und diskriminieren und selber in ihr Leben nichts zustande bringen, weder in der Beziehung, weder in der Freundschaft oder sonstiges. Aber groß die Fresse aufmachen, das können wirklich wortwörtlich alle. Und das ist auch wirklich Fakt. Und wenn einmal einer hier ist, der wo wirklich wortwörtlich mal die Fresse aufmacht und auch mal seine Meinung vertritt, dann wird ihr generell irgendwelche Nachrichten oder generell von mir irgendwelche Dinge, die wo ich preisgebe, anders dahingedeutet und wird dann als Hasspredigt dargestellt. Nur dass ihr quasi in dem Sinn gut dasteht, dass ihr in der Gesellschaft andere Menschen runterzählen könnt. Das ist die Masche vom politischen System, die wo ihr generell, ihr Bürger generell von anderen Menschen abgeschaut habt. Das ist Fakt. Weil ganz ehrlich, ich setze mich für generell für Gerechtigkeit ein. Und ich setze mich generell für Menschen ein, die wo einen Verstand haben, die wo einen Charakter besitzen. Und es ist leider wahr. Es ist leider wahr, dass es in Deutschland nicht mehr vorhanden ist. Leider ist es wahr. Leider. Und das ist Fakt. Und da könnt ihr wirklich auf den Kopf stellen, alle. Es ist wirklich wortwörtlich so. Und ich erkläre euch jetzt mal generell, warum das so ist. Minderwertigkeitskomplexe. Das ist der größte Defizit, was ihr habt. Egal, welche Situation ich da in dem Sinn ansprechen möchte und in welcher Hinsicht von einem Bürger generell hingedeutet werden muss auf dieses Problem, was auch wirklich eindeutig auf euch zutrifft, definitiv. Und es ist Fakt. Und darüber möchte ich auch ganz offen und ehrlich in ruhigem, sachlichen Ton auch darüber sprechen, weil mir es auf all die Jahren wirklich wortwörtlich es reicht. Ich weiß generell schon Schritte allgemein voraus, es ist Fakt. Jeder Schritt weiß ich voraus, weil ihr immer wieder diese gleiche Schiene machen müsst. Entweder, wenn ihr quasi Menschen angreift, müsst ihr quasi kontern, weil ihr quasi entweder Blocker seid oder generell in der Gesellschaft angesehen seid oder generell Angst habt vor anderen Meinung, dass ihr vielleicht diskriminiert wird, warum der quasi sich nicht wehrt, warum der seinen Mund nicht aufmacht, aber dass der ganze Witz daran ist, ihr könnt es nicht normal artikulieren, ihr müsst generell andere Menschen angreifen und dann in dem Sinn sich in Szene setzen, auf psychologische Weise, dass man quasi so ein Unschuldslamm ist. Das ist ein Fakt. Dann dreht man die ganze Situation in dem Sinn um, dass man quasi in dem Sinn, da als heiliger Mensch dasteht. Das ist Fakt. Das ist wirklich wortwörtlich Fakt und das kotzt mich an. Weil ihr kennt's nicht einmal, euch generell vom persönlichen Bereich her, kennt ihr euch generell Bereitschaft zeigen und könnt ihr mal in dem Sinn
eine Minute mal ernst bleiben und auch mal wirklich Kritik annehmen, Kritik auch würdig sein und auch generell in diese Probleme, was man allgemein im Alltag auch hat, auch Probleme auch miteinander lösen könnte. Das funktioniert nicht, weil da muss man zurückstecken und da muss man Angst haben, dass man quasi den Minderwertigkeitskomplex oder Minderwertigkeitsgefühl in dem Sinn bekommt. Ich konnte doch das auch. Ich bin auch eine ganze Zeit allein und ich konnte es. Und ich bin jetzt so zurückblieben und bin jetzt so negativ, primitiv und oberflächlich in dem Sinn, wo ich mich in dem Sinn fungieren möchte oder fungiere. Ganz ehrlich, ich brauche dieses ganze Gesocks nicht. Wenn einer quasi das nicht passt, was in dem Sinn erzählt wird, und das ist der Wahrheit entsprechend, ja, dann müsst ihr generell auch generell mal nachdenken und ihr müsst auch mal generell die Sache auch mal annehmen, wie die Sache auch so ist. Es ist Fakt. Wenn man genauso zum Beispiel Versprechen macht, dann muss man auch dann dran halten. Außer man hat man einfach keinen Charakter. Dann kann ich das akzeptieren, dann kann ich das verstehen, dass man quasi einfach generell so oberflächlich und so charakterlos generell in einen Menschen sich quasi identifiziert oder generell in dem Sinn, ja, mit den Menschen vielleicht in Kontakt pflegen dort. Ganz ehrlich. Ihr solltet mal wirklich wortwörtlich überlegen, warum die Menschheit generell oberflächlich ist. Ihr solltet mal wirklich überlegen, warum man kein Menschen mehr glaubt. Es gibt so viele Faktoren, warum das Problem auch vorhanden ist. Aber jeder hat die Verantwortung und dass das wieder in dem Sinn in die richtige Richtung gehen könnte. Ihr habt alle die Verantwortung, aber ihr sitzt da alle auf dem primitiven Sessel und ihr seid cool. Ihr müsst quasi natürlich um eure scheiß Flowers kümmern. Das ist Fakt. Ihr habt alle miteinander wortwörtlich keinen Charakter. Und das beziehe ich jeden in Deutschland. Da beziehe ich jeden in Deutschland, weil die alle bloß noch auf ihre Persönlichkeit schauen. Man hat Angst vor der Familie, man hat Angst vor Freunden, man hat Angst vor der Partnerschaft. Deswegen könnt ihr alle nicht mehr kommunizieren. Und das ist wirklich Fakt. Und das kotzt mich so in diesem Scheißdrecksland, kotzt mich das so. Das ist Fakt. Und das muss auch mal angesprochen werden. Ganz ehrlich. Es gibt auch mal Situationen, wo man quasi auch mal wirklich wieder auf die Grundbasis kommen sollte und darum mal überlegen sollte, dass das kein Anstand ist und kein Charakter mehr ist. Ganz ehrlich, da braucht man sich nicht wundern, warum die Menschen da draußen auf der Straße generell nicht mehr miteinander kommunizieren können, dass sie Angst haben, dass angegriffen werden oder sonst was. Weil ihr alle nicht einmal mehr Meinung vertreten könnt. Das ist der Punkt. Ich habe das noch in einem jungen Alter habe ich das noch gelernt. Ich habe noch einen Respekt gelernt. Ich habe noch einen Charakter gelernt. Ich habe noch einen Anstand gelernt. Ich habe noch gewusst gehabt, wenn man sich verhalten dort. Aber ihr habt es alle in dem Sinn verlernt, weil ihr sagt Probleme, ihr sagt Dinge, wo man quasi angreifen kann. Ihr sagt immer irgendwelche Punkte, weil die Politiker, ihr sagt immer Punkte, das ist schuld. Aber dass das von ganzen Jahren her zum Beispiel, bloß ein Beispiel, wo man zum Beispiel vor letztes Jahr Angriff gemacht hat über den Namen Indianer, 200 Jahren hat keiner interessiert, ob das jetzt ein Angriff ist oder sonst was. Da wird immer irgendwelche Sachen reininterpretiert, genauso wie mit der scheiß Sprache, was auch in dem Sinn jetzt die Menschen untereinander brauchen, um kommunizieren zu können. Seid ihr alle behindert? Seid ihr alle zu dumm? Könnt ihr nicht mehr generell denken? Könnt ihr nicht mehr generell artikulieren? Könnt ihr gar nichts mehr? Habt ihr überhaupt kein Hirn mehr in dem Sinn? Ist euer Hirn generell versuffen worden? Oder vom politischen System generell bloß noch verramscht worden oder was? Das ist ja nicht mehr normal, ist das. Halleluja, hey. Also, manchmal frage ich mich schon, ich schaue mich wirklich wortwörtlich. Und ich habe auch wirklich wortwörtlich auch gesagt, definitiv, ich werde niemals mehr einen deutschen Pass anfordern. Definitiv nicht. Ich hasse dieses Land schon von Grund auf, weil die immer nur generell meckern und nichts gestehen können. Die können nichts gestehen. Alle miteinander. Es ist Fakt, wenn ich in die 90er Jahren einmal bloß zurückschaue, wenn ich zum Einkaufen gegangen bin,
Da haben die Leute noch diskutiert. Und da geht's nicht um das, dass mir quasi welche Menschen erinnert haben, die sind Flüchtlinge oder sonst was. Das hat damit null zu tun. Ich unterstütze mehr die Flüchtlinge, unterstütze mehr die Ausländer, weil die haben noch mehr Hirn, weil der Deutsche ist selber. Das ist Fakt. Weil die wollen sich wenigstens anpassen. Das ist Fakt. Und das kotzt mich wirklich wortwörtlich an. Da wird immer irgendwelche Sachen interpretiert, was überhaupt nicht der Fall ist. Genauso, was ich auch einmal ansprechen will, geht es genauso wie mit den Vergewaltigungen. Da schaut sie alle weg, da schaut sie alle weg. Das interessiert euch alle. Einen feuchten Scheißdreck interessiert das Ohren. Ganz ehrlich. Genauso die Politiker, die schauen alle bloß weg. Das sind bloß Ausnahmefälle. Das sind Ausnahmefälle. Ganz ehrlich. Ich schäme für dieses Drecksland. Ihr unterstützt auch noch unter anderem das auch noch, dass quasi solche Leute in dem Sinn bevorzugt werden, solche Kinderschänder. Ganz ehrlich, das muss ich auch wortwörtlich einmal, ganz ehrlich, offen und ehrlich einmal sagen. Und was ich ja Witz finde, ihr sagt Dinge, die wir quasi nicht in der Gesellschaft mit anpassen. Dinge, die Leute, die wir quasi die Fresse aufmachen, die wir quasi noch eine eigene Identität haben. Bloß ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel der einer sagt, der Himmel ist blau, und der andere sagt, der Himmel ist grau, und der andere sagt, der Himmel ist schwarz oder sonst was, und derweil ist er jetzt auch zum Beispiel bei uns jetzt grau, und die Mehrheit sagt, das ist schwarz, dann soll ich etwas sagen, dass es schwarz ist, bloß weil die Vollidioten das sagen oder was? Ganz ehrlich, und wenn ich nicht in der Gesellschaft mitschwimme da, dann wirst du getrennt, dann wirst du runtergestuft, dann wirst du auseinandergenommen. Das ist Fakt. Und dann werden Geschichten umdreht, dann werden Fakten umdreht, dann werden Dinge inszeniert, dass ich die ganze Zeit auf Hasspredigt mache. Ihr sollt einmal überlegen, warum ich generell alle Jahre auf Hasspredigt gemacht habe. Ihr sollt einmal wirklich wortwörtlich darüber überlegen, wenn ihr ein Hirn habt und wenn ihr euer Hirn besitzen darf. Das ist Fakt. Anscheinend habt ihr das nicht mehr. Weil das ist das Einzige, was ihr kennt, das ist euer Wertgefühl. Euer Wertgefühl. Aber wenn man jemanden angreift, dann muss man da einmal ein Wertgefühl haben und dann mal zurückstecken können. Dann muss man auch mal generell auch Amen sagen können. Dann muss man auch mal generell mit den Menschen kommunizieren können. Dann muss man es auch mal gestehen können, dass man vielleicht sich daneben benommen hat. Wir sind alle Menschen und keine Perfektionisten und wir sind alle nicht die heiligen drei Kinder. Das ist Fakt. Und das musste jetzt wirklich mal wortwörtlich angesprochen werden. Ganz ehrlich. Ihr schaut's, weil die Politiker, ihr macht es genauso wie die Politiker. Ihr habt es auch von den Politikern abgeschaut. Ihr macht es nicht recht anders und ihr macht es nicht recht besser. Ihr macht genauso die primitiven Dinge, da was nötig wäre. Da was nötig wäre, zum Hinzuschauen, da schaut sie alle weg. Aber was nicht nötig wäre, damit sie generell handeln, damit sie generell die Menschen runterziehen, damit sie generell die Leute strafen, damit sie quasi im Grund in Bohnen reindrücken, bloß weil einer die Meinung sagt, weil einer vielleicht ein Hirn hat, weil einer vielleicht vom menschlichen Verstand und von der Zivilisation vielleicht und vom Hirn einfach weit weg von der Generation ist. Es ist Fakt, ich bin ein Genie. Ich hab die Menschheit verstanden. Ich weiß euer Denken, ich weiß euer Handeln, ich weiß euer generell Grundbasis, was ihr generell im Nachhinein machen tat. Ich weiß das alles, weil ihr alle immer die gleiche Schiene fahrt. Ihr macht immer die gleiche Schiene. Und das sind, sagen wir mal, 100 Schienen, wo ich immer wieder weiß, was ihr machen tat. Es ist Fakt. Ich weiß es einfach, weil ihr nichts anderes mehr kennt. Ihr kennt nicht diskutieren, ihr kennt nicht verhandeln, ihr kennt nicht generell einen Kompromiss schlagen, ihr kennt nicht zurückstecken, ihr kennt gar nichts. Ihr kennt bloß ich. Ich muss das, ich kann das, ich will das. Ich will dastehen, ich will gut dastehen. Ah, ich bin der Heilige, ich bin das. Ihr verstellt sich. Tagtäglich verstößt. Und da meine ich wirklich jeden Einzelnen da draußen. Jeden Einzelnen meine ich da draußen. Ihr verstößt. Weil ihr mit ihr quasi, wie auf einem Thron fällt, mit ihr ihn quasi präsentieren, dass ihr ja gar nicht schlecht dasteht. Das ist Fakt. Und deshalb sage ich auch, ihr habt wirklich Minderwertigkeitskomplexe. Und das ist Fakt. Noch ein Beispiel. Und das ist auch so ein Punkt. Warum bin ich zum Beispiel auch von meiner Seite, das habe ich mein Leben lang, habe ich mich das immer gefragt. Warum habe ich generell keinen Halt von der Familie?
Ja, weil ich einer bin, der was kapiert hat, dass ich nicht nach einer Sipshop nachlaufen da, wenn es nicht richtig ist. Wenn ich die Meinung sehe, dass sich so einer daneben verhalten hat. Und ich bin halt einer, der mir die Fresse aufmacht. Und warum mache ich das? Warum? Ich will nicht Menschen runterziehen, sondern aufklären. Aber das versteht sie heutzutage nicht mehr, weil aufklären ist ja quasi heute schon diskriminieren. Oh Mann, hey, traurige Welt, echt, wirklich. Ihr solltet wirklich einmal wirklich euer Hirn untersuchen. Ihr solltet wirklich wörtlich einmal wirklich darüber Gedanken machen, was wirklich Angriff ist. Angriffsfläche. Seht ihr deshalb nur auf dem Niveau, weil ja jeder, wenn einer diskriminiert hat oder generell Argument gemacht hat oder generell irgendwas nicht einem gefallen hat oder irgendwas, irgendeine Meinung verdrehen wollte, ja. Das habt ihr deshalb falsch verstanden in all den Jahren, weil das immer wieder nur verwendet worden ist, um Leute runterzuziehen. Das ist Fakt. Und ihr seid so geblendet, ihr seid so zurückgeblieben worden, weil ihr nicht einmal mehr unterscheiden könnt, was eine Kritik ist, was generell die Veranlagung ist von Meinungen. Ihr wollt doch generell auch generell von den Menschen, dass er ernst genommen wird. Ihr wollt doch unter anderem, dass ihr erwachsen seid. Ganz ehrlich, ich würde es doch gar geschätzt werden. Also damit sie auch einmal von einem anderen Menschen, der war auch eine Meinung vertritt, der war auch direkt und ehrlich ist, damit sie auch mal die Wahrheit einmal abzitieren. Aber das kennt ihr nicht mal. Ihr seid ja die Besten, ihr seid die wundervollsten Menschen. Und dann rumjammern. Oh, die hat mich runtergezogen. Hintenrum war schon da rumjammern vor anderen Leuten, weil man wieder auf ein Aufmerksamkeitsdefizit geht. Weil man wieder auf Aufmerksamkeit in dem Sinn errungen will. Oder erringen will. Das ist Fakt und das ist traurig. Ich habe das nie nötig gehabt, ganz ehrlich. Wenn ich mit irgendein Problem oder generell, wenn ich irgendwelche Dinge angesprochen habe, habe ich nur deshalb mit anderen Leuten angesprochen, weil ihr nicht generell mit mir in dem Sinn unterhalten könnt. Das ist Fakt. Und deshalb musste ich generell über andere mit reinziehen und mit denen sprechen, weil das Problem ist, die können nicht einmal diskutieren, also musste ich es über andere Menschen machen, dass die vielleicht einmal mit denen dann vielleicht kommunizieren, mit denen, wo ich eigentlich diskutieren wollte. Aber das ist ja nicht möglich, das kannst du vergessen, weil da steckt der eine nach dem anderen unter einen Kamm, ganz ehrlich. Und ihr wundert's noch generell heutzutage, dass ihr kein Vertrauen mehr habt. Das hat sie alle selber verantwortlich. Ihr habt alle die Verantwortung über euch selbst. Warum, weshalb in dieser Zeit generell jeder bloß noch wegschaut. Und genau das unterstütze ich nicht. Ich unterstütze nicht generell so ein Verhalten. Ich unterstütze auch nicht generell, dass man nur noch quasi so objektiv generell über Menschen beurteilen dort. Ganz ehrlich. Das habe ich nie gemacht, definitiv. Ihr lang zugeschaut, ihr habt lang generell gemerkt, wer generell ehrlichen, direkten, guten Charakter besitzt und wer nicht. Ganz ehrlich. Und wenn ich eine Meinung sage, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Versprechungen mache, dann muss ich auch dran halten. Weil andersrum wollt ihr es ja, ihr wollt es ja in dem Sinn genauso. Wenn man quasi euch das auch nicht geben darf, dann ist man doch auch unten durch, oder? Wenn ihr mal drüber nachdenken darf. Das sind Fakten. Aber es geht ja bloß immer generell ich. Ganz ehrlich. Und das ist das, was mich all die Jahre in diesem Land ankotzt. Ich. Wenn es so weitergeht. Ich hab das nicht einmal base gemeint. Ich hab das wortwörtlich nicht einmal base gemeint. Weil ich gesagt hatte, weil ich im Facebook Anfang des Jahres geschrieben hatte, wegen Silvester, dass das eines Tages noch schlimmer wird. Das war eine Vorwarnung und das nehmt ihr als Hasspredigt. Ihr habt doch wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Das muss ich jetzt wirklich wortwörtlich sagen. Wenn einer sich angegriffen fühlt oder wenn man mich angreift, ist doch klar, dass ich dann in dem Sinn verteidigen darf. Das habe ich schon immer gemacht. Und ich sage aber nicht irgendwelche Lügen, weil man erwartet auch den Respekt und man erwartet auch generell, dass man den Menschen ernst nimmt und man erwartet auch generell, dass man Charakter zeigt. Charakter.
Und für euch ist Charakter ein Fremdwort, weil Charakter ist für euch heinzu doch sowas, ach, heute gehe ich zu denen, heute gehe ich zu denen, morgen gehe ich zu denen, morgen gehe ich zu denen, weil man der gestern blöd Härter hat und vorgestern war er noch ein Kumpel, einmal gehe ich zu denen, dann gehe ich zu denen, weil es ist ja einfacher, da muss ich mich nicht quasi von meinem Selbstwertgefühl runterziehen lassen. Alter, war ohne Scheiß. Wahnsinn! Wenn man quasi so generell handelt, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Menschheit generell so negativ voranschreitet und irgendwann kein Zusammenhalt mehr vorhanden ist. Ja gut, Zusammenhalt ist sowieso nicht mehr vorhanden. Wenn man zusammenhalten möchte, dann muss man jemanden lieben. Dann muss man ja jemanden gern haben. Dann muss man dann auch wertschätzen. Ihr nehmt ja schon lieben, einen Tag lieben und nächsten Tag wegwerfen, dritten Tag hinten einen herzhängen. Es ist ja egal, wie viel man quasi für einen Menschen investiert gehabt hat oder wie wertvoll er mal war und für was er eigentlich für einen in dem Sinn sich eingesetzt gehabt hat. Das ist ja wirklich wortwörtlich scheißegal, weil wenn einmal was nicht nach euren Kram passt, dann wirft man die ganze Welt weg. So seid ihr. Es ist genauso, wie ihr seid wirklich wortwörtlich so. Wenn quasi ein Gerät noch nicht ganz kaputt ist, schmeißt es gleich weg. So ist es. Das ist Fakt. Und so behandelt ihr generell Menschen auch untereinander. Und das musste jetzt mal gesagt werden. Es ist Fakt. Ihr habt keinen Charakter und werdet nie einen Charakter besitzen. Ihr werdet niemals von einem Ausländer generell konkurrieren können. Definitiv nicht. Absolut nicht. Und ich bin definitiv niemals im Herzen ein Deutscher gewesen. Niemals. Und werde niemals ein Deutscher sein. Ich werde auch nie wieder in meinem Leben einen deutschen Pass beantragen. Nie wieder. So wahre mir Gott helfe. Das ist mein Ernst. Ich werde so lang streiken, bis die Menschheit ihr Hirn erschallt und wieder vernünftig quasi fungieren. Aber das werde ich natürlich in meinem Leben nicht mehr erleben. Und warum ist das so? Weil keiner sich quasi selber präsentieren darf und kann. Das Problem ist, wenn einer quasi austritt, man muss Angst haben, dass man alleine dasteht. Aber mich jahrelang runterzählen, dass ich verantwortlich bin, dass ich allein bin. Echt ganz ehrlich, wenn Sie mal das Hirn einschalten, ich kann genauso hergehen, könnte der Gesellschaft nachschwimmen, aber ich habe keine Lust, dass ich eine verlogene, dreckige, hinterhältige Scheißideologie nachlaufen da. Definitiv nicht. Das sollte euch einmal zu denken wissen. Oder ihr besitzt vielleicht kein Hirn zum Denken. Kann auch möglich sein. Und das betrifft jetzt wirklich wortwörtlich alle. Alle. Die, die über mich lustig gemacht hat, haben. Ja, der Andreas, Rebell und Genie. Ich bin ein Rebell und ein Genie. Rebell bin ich in dem Sinn, weil ich der Einzige bin, der sich in dem Sinn von der Gesellschaft befreit. Der, der merkt, wenn was nicht in Ordnung ist. Der, der auch das anspricht und der, der quasi sich in dem Sinn nicht einer Siebschaft nachläuft, bloß weil alle nachlaufen, weil ihr euch da wohlfühlt, weil ihr in einer Gemeinschaft seid. Ihr wollt ja generell psychologisch gesehen nicht da austreten, weil es ist bequem. Auf dem Stuhlhocker ist zu bequem. Da muss man quasi einfach da nachlaufen, weil wenn man austritt, dann steht man alleine da und dann kann man ja natürlich in dem Sinn Angst haben, dass man quasi sehr viel in dem Sinn in dem verliert. Das sind alles solche Dinge. Da solltet ihr mal von mir solltet ihr mal einen Respekt erweisen und solltet ihr mal darüber Gedanken machen, dass der Kerl definitiv sowas nicht braucht. Ich brauch das nicht. Ich brauch Menschen mit Werte. Und Menschen mit Werte gibt's sehr selten. Aber die kriegen auch von mir die Werte zurück. Das ist Fakt, das ist wirklich Fakt. Und ich habe oft nur Menschen, auch die, die mit mir persönlich zum Tag gehabt haben, ich habe oft nur generell unterstützt, geholfen, für ihren generell einen Arsch investiert, für ihren Zeitnummer.
weil ich den Menschen respektieren wollte, weil ich den Menschen ernst nehmen wollte, weil ich ihm zeigen wollte, wie wertvoll ich als Mensch sein kann. Aber das kapiert sie doch nicht, weil für euch ist ja das alles in dem Sinn selbstverständlich alles in dem Sinn. Ja, dann möchte ich ja mal sehen in den nächsten Jahren, wie selbstverständlich das ist, wenn ihr quasi unter anderem keine Menschen mehr kriegt, die wir quasi einen unterstützen. Ja, wie schaut's denn da aus, hä? Wie läuft's denn dann da ab, hä? Hä? Seid froh, dass ich generell solche Werte habe, mich quasi fungiert habe. Seid froh, dass ihr so einen Menschen vor einem mal gehabt habt. Seid froh. Aber eines solltet euch wirklich einmal bewusst machen. Diese Menschen, die wo mich weggeworfen haben, oder generell diese Menschen, die wo quasi mich falsch bewertet haben, diese Menschen, die wo quasi mich generell mich für dumm und für behindert gehalten haben, die Menschen sollten wirklich jetzt mal wortwörtlich warm anziehen in den nächsten Jahren, wenn dann die Menschen immer mehr auseinanderdriftet. Ich hab's vor Jahren gewusst. Ich hab's vor Jahren gewusst gehabt, dass wir irgendwann vor einem Bürgerkrieg stehen. Ich hab das gewusst. Und die Zeit ist nicht mehr lang hin. Ich hab auch gewusst gehabt, dass irgendwann es eskaliert. Und das in Silvester, das ist keine Drohung von mir gewesen. Und das sag ich jetzt nochmal. Das wird noch viel extremer, es wird noch verschärfter. Nicht eure verlogene, hinterhältigen Gesellschaftsspaltung, weil ihr generell immer nur auf euren Scheißlappen, auf euren Scheißgetue schauen könnt, weil ihr nicht mehr auf andere Werte fokussieren könnt. Genau das ist der Grund, warum eine Gesellschaft immer mehr spaltet und dann immer mehr ein Hetzjagd geht. Und warum die Politiker quasi das ablenken und auf das Thema, auf rechtes System abschweifen. Und warum heutzutage alles auf das rechte System abgeschweift wird, wenn man zum Beispiel nicht die Grünen wählen. Ja, überlegt's doch mal, warum das so ist. Wenn ihr Hirn habt oder wenn ihr Hirnkastel habt, dann würdet ihr selber jetzt verstehen, warum das so ist. Aber anscheinend habt ihr kein Hirn mehr. Ja? Jetzt erklärt's mir mal, warum ist es das so, dass generell alles vom Politischen, wenn man quasi nicht mehr die Grünen jetzt wollen darf, dass alle, egal ob das FDP oder CDU, SPD oder sonst irgendwelche Wähler wären, warum die alle quasi in dem Sinn Rechte waren? Ja, ist doch klar, weil die eine Ideologie quasi gewinnen will. Schalt's doch einmal das Hirn ein! Und genau das ist das, was in der Gesellschaft auch abgespült wird. Da wird eine Gesellschaft nach dem anderen getrennt, wenn einer nicht nachlaufen tut. Und wo kommt das her? Vom Arbeitssystem. Vom Arbeitssystem. Ich erkläre jetzt irgendwie, warum kommt das vom Arbeitssystem. Pass auf, der Mensch allgemein hat in den 90er und 2000er Jahren durch die sozialen Netzwerke, weil er so viele Dinge gegeben gehabt hat, hat man quasi sich da engagiert, hat man quasi mehr investieren können Zeit und mehr quasi mit Leuten kommunizieren können. Und dadurch entstehen natürlich mehr Konflikte, Probleme. Entstehen sehr viele Probleme, Konflikte. Und genau das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, warum Menschen natürlich immer mehr ihr Selbstwertgefühl gekränkt worden ist. So. Und in Arbeitssystem ist es ja so, man muss ja sich anpassen. Das macht sie ja in dem Sinn in der Gesellschaft genauso. Ihr passt in der Gesellschaft an. So, und in einem Arbeitssystem ist es genauso. Ihr müsst da anpassen und ihr müsst quasi in dem Sinn respektvoll mit den Menschen umgehen. Und das hat ja in dem Sinn zum größten Teil immer wunderbar funktioniert. Was hat dann der Mensch in dem Sinn gemacht in Deutschland? Und ich sag das jetzt bloß ein Beispiel. Es braucht da bloß jetzt ein Dorf gewesen sein oder eine Stadt oder ein Stadtteil in Deutschland, die wo das als erstes quasi gemacht gehabt haben. Das ist genauso wie mit den Gender. Da hat's auch erst mit einer Stadt angefangen. Man fängt ja immer generell von einem System oder wenn man was ausprobiert, fängt man von klein an. Und so ist es auch generell entstanden, dass das Verhaltensmuster vom Arbeitssystem ins Private gegangen ist. Und das ist Fakt. Und das ist auch Fakt,
warum Menschen generell getrennt werden, wenn einer quasi nicht der Mehrheit orientiert oder sich quasi anpassen dort. Das ist Fakt. So ist es in Arbeitssystemen. Ihr habt das Verhaltensmuster von einem Arbeitssystem. Ihr habt das Verhaltensmuster von den Politikern. Warum habt ihr das Verhalten von den Politikern und vom Arbeitssystem? Weil es bequem ist, weil es keine Probleme macht. Weil im Arbeitssystem, da dürft ihr natürlich auch nicht vorgesetzt ihre Meinung geigen, weil dann könnt ihr schneller schauen, dass ihr wieder von der Arbeit wegfleckt. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Ihr habt dieses Verhaltensmuster vom Arbeitssystem abkupfert und ins private Leben mit eingetaucht. Das ist Fakt. Und ihr habt es dann generell verwendet, um andere Menschen aus Bequemlichkeit, ja, zu integrieren. Das ist einfach Fakt. Anders da hättet ihr in dem Sinn nicht eure Kenntnisse oder eure Wertschätzung preisgeben mehr Kinder. Das ist Fakt. Weil die Verletzlichkeit zu groß ist, weil durch die sozialen Netzwerke und auch durch die Medien, wo es immer mehr natürlich geben gehabt hat, weil es ja Internet immer größer geworden ist, dadurch sind auch mehrere Probleme entstanden, weil die Menschen immer ängstlicher und ängstlicher wurden und keinen Glauben und Vertrauen mehr können. Und dadurch ist auch das entstanden, dass untereinander in Freundschaften, in Beziehungen so oft zerstritten wurde, weil ihr kennt's alle miteinander. Jeden Menschen, den wo ich persönlich kennengelernt habe, außer Ausnahme nicht welche vom Ausland, die will ich jetzt natürlich nicht mit reinziehen, aber alle anderen, jetzt zum Beispiel alle in Deutschland, ihr kennt alle generell eure Fresse groß aufmachen vor andere Leute. Aber ihr kennt es nicht generell, die Fresse aufmachen mit dem Menschen, was ihr eigentlich ein Problem habt. Und warum? Weil ihr sowieso Angst habt, dass ihr zurückstecken mit zwei, weil euch sowieso die Meinung nicht gefallen hat, weil euch sowieso das Verletzen daran. Ihr habt ein Minderwertigkeitsgefühl. Ihr habt deshalb ein Minderwertigkeitsgefühl und ihr habt ein Minderwertigkeitskomplex, weil ihr nicht euer Charakter zeigen dürft. Ihr dürft nicht eure Meinung vertreten, ihr dürft nicht generell eure Kriterien verwenden, ihr dürft gar nichts, weil ihr Angst habt, dass ihr verletzt werdet und dass ihr alleine da steht. Das ist Fakt. Und das wollte ich jetzt mal wortwörtlich ansprechen. Und das ist egal, welche Menschen das sind, das ist egal, ob das Blogger sind, das ist egal, ob das Politiker sind, das ist egal, ob das Medien sind, es ist egal, ob das quasi irgendwelche Promis sind. Ihr zeigt alle generell die gleiche Show ab. Alle gleiche Show. Und da braucht sich niemand wundern, warum diese Gesellschaft immer komplexer wird und immer primitiver und negativer wird. Ihr solltet alle darüber Gedanken machen und erst einmal wirklich wortwörtlich auf Menschen zugehen, weil man mit Menschen kann man diskutieren. Klar gibt es Ausnahmen, mit denen wo man dann nicht diskutieren kann, die wo quasi überreagieren und quasi andere Menschen drohen oder sonstiges. Ja, die gibt's auf jeden Fall. Aber es gibt auch vernünftige Menschen noch, die wo quasi artikulieren können, die wo quasi auch in dem Sinn sich zu Wehr setzen können und die auch wissen, wie man sich zu Wehr setzt. Das gibt's definitiv. Aber das kapiert's ja alle heutzutage nicht mehr. Weil heute geht's bloß nur ich. Und warum ist es unter anderem auch so, dass ihr alle ich denken das? Weil für euch auch keiner, für euch in irgendeiner Art und Weise sich einsetzen dort. Das ist der Punkt. Es ist kein Zusammenhalt da. Weder in der Freundschaft, weder in der Beziehung, weder in der Familie. Kein Zusammenhalt. Überhaupt nicht. Und das ist auch der Punkt, warum ich nicht grundlos meine ganze Familie auch jahrelang runtergezogen habe und jahrelang auch
in der Öffentlichkeit preisgeben kann, wie sie sich verhalten. Weil wenn sie wie wirklich einmal erwachsen sich verhalten würden, dann würden sie mal mit mir in Verbindung setzen und dann würden sie auch mal wirklich wortwörtlich mit mir reden anfangen. Aber das kennt sie nicht, weil das Problem ist, der Mensch ist ja quasi so zurückgeblieben, mit denen kann man nicht diskutieren. Ihr kennt es nicht, weil ihr müsst generell von Nachbarn, von Freunden, von Arbeitskollegen anpassen, weil ihr müsst ja Angst haben, dass ihr generell schlecht dasteht. Aber dass ihr generell sowieso schlecht dasteht, weil ihr generell einen Menschen, einen Sohn verstoßen habt, das seht ihr nicht, ey, gell? Leber schaukelt die Geschichte so ab, dass quasi dieser Mensch einfach nicht normal ist, mit denen zu reden. Weil das ist ja viel einfacher und natürlich ist es in dem Sinn ja positiver. Und die Menschheit glaubt es auch noch. Die Menschheit glaubt es auch noch, weil das ist halt einfacher. Ganz ehrlich, wenn ja jeder so denkt und wenn ja jeder so handelt, dann werden wir irgendwann alle auf der Welt nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und genau das ist ja der Punkt, warum man quasi dieses Gender erfunden gehabt hat. Weil man nicht mehr, es ist genauso mit dem Minderwertigkeitskomplex, weil es doch in deutschen Wörter gibt, da wo quasi zum Beispiel vom Beruf her Maler oder Maurer hauptsächlich angesprochen wird oder irgendeinen anderen Namen, weil die Frauen benachteiligt wird. Ja, Kruzifix nochmal. Und das meine ich, ihr habt alle Minderwertigkeitskomplexe. Wortwörtlich, alle in Deutschland haben ein Minderwertigkeitskomplex. Und das ist Fakt. Und ich sprich nur von Deutschen an. Definitiv nur von Deutschen. Die war nicht von Deutschland gekommen, die war auch nicht am Pass, einen deutschen Pass haben, die meine ich auch gar nicht. Aber die, die einen deutschen Pass haben, haben in meinen Augen alle Minderwertigkeitskomplex. Und kommt hier nicht mit irgendwelche Ausnahmen her oder irgendwelche Diskussionen daher oder sperrt hier mir das Video. Ich tue das auch in YouTube auf. Ich tue es überall auf. Das ist mir sowas von scheißegal. Ihr habt mein Leben lang nur versucht, die Fresse zu, ja, meine Fresse quasi zu stoppen. Das habt ihr lang nur gemacht. Die Zeiten sind bei mir vorbei. Ja, ihr sollt's mal überlegen. Ihr sollt's mal wirklich wortwörtlich überlegen, warum ich generell immer mehr zum John Allen mich ebne. Warum? Er hat genau diese Dinge angesprochen. Ich will ja nicht einmal irgendwas base. Ich will ihn bloß was klar machen. Was ist wirklich wortwörtlich so schlimm, wenn man wirklich mal einmal im Leben gestehen muss, ja, der Andreas hat doch recht, dass die Leute Minderwertigkeitskomplexe haben. Was ist da so schlimm? Das ist keine Hasspredigt. Das ist für mich keine Hasspredigt. Hasspredigt ist, wenn ich quasi jemanden drohen will und generell mit bösartigen Worten das jemanden sagen möchte. Aber das habe ich gar nicht vor. Ich will euch aufklären. Aufklären. Eine Diskussion zu führen ist für euch wahrscheinlich in euren Kopf nicht vorhanden. Weil eure Diskussion wäre quasi, andere Menschen anzugreifen, aber nicht generell artikulieren zu können und den Menschen zuzuhören zu können und generell auch mal gestehen, dass man auch auf seine eigenen vier Köpfe oder generell auf eigenen Fuß mal drüber nachdenken soll, dass man vielleicht auch in sehr vielen Situationen vielleicht falsch generell artikuliert hat oder generell verhalten hat. Also, da muss man mir jetzt wirklich mal wortwörtlich einmal ganz offen und ehrlich auch sagen. Meine Situation und mein Sinn an der ganzen Sache in all den Jahren ist nur eines gewesen. Nur zur Wehr zu setzen und euch aufklären, dass ihr generell einmal wach werdet, dass ihr auch einmal in dem Sinn einmal überlegt, warum ihr das macht. Ich mache das generell deshalb zwecks Aufklärung, weil ihr solltet ja auch mal verstehen, weil ich weiß definitiv sicher, ihr habt euch auch schon unter anderem schlecht gefühlt in derer Hinsicht, weil
Ja, weil ihr quasi eure Persönlichkeit, eure Ehrlichkeit oder generell eure gerechte Einstellung nicht vertreten konntet, weil keiner das akzeptiert. Deshalb schwimmt sie alle in der Gesellschaft nach, weil es bequemer ist. Weil da fühlt sie sich wohl. Ja, dass das aber im Nachhinein eure Wertschätzung, eure Wertprofile in dem Sinn zerstört wird, im Nachhinein. Darüber macht sie keine Gedanken. Aber lieber darf man einen Andreas in dem Sinn angreifen und darf man quasi jedes Mal und das seit x Jahren, jede Nachricht, jede Diskussion, ob das jetzt auch im Musikbereich ist, in jeder Hinsicht darf man quasi alles mögen und als Hasspredigt darstellen lassen. Weil das ist ja einfacher. Weil ihr könnt ja nichts anderes mehr kapieren. Ihr versteht ja nichts anderes mehr. Es geht bloß nur, ich werde angegriffen, ich werde das. Das ist also ein Niveau wie im Kindergarten. Das habe ich vielleicht im Kindergarten noch gehabt, wo ich noch nicht gewusst habe, was Wertschätzung ist, was Wertgefühl ist, was generell Kompromiss ist, was generell ist, wenn man quasi mit Menschen verhandeln darf. Das kann ein Kindergartenkind noch nicht lernen. Und das weiß ein Kindergartenkind definitiv noch nicht. Weil es da angelernt wird. Warum man quasi nicht generell bei der letzten Depp sich verhalten darf. Warum man quasi unter anderem in dem Sinn das und jenes nicht machen darf. Ganz ehrlich, das sind alle solche Punkte, das weiß man in sehr jungen Alter nicht. Und das sind Fakten. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich wortwörtlich sehr, sehr viel genug gesprochen und sehr, sehr viel predigt. Und da solltet jetzt ihr mal wirklich einmal wach werden und solltet mal wirklich wortwörtlich einmal Gedanken drüber machen. Das ist Fakt. Schaut's doch mal in euer Privatleben an. Dürft ihr generell vor eurer Beziehung oder vor eurer Freundschaft eure Meinung vertreten? Dürft ihr das? Nein. Habe ich ja oft nur selber erlebt. Und warum? Weil es geht immer nur ich. Und ich hab nichts falsch gemacht. Sogar Kinder lernen das. Also zumindest gewisse Kinder lernen das. Zum Beispiel Ausländer. Wortwörtlich Ausländer. Also ganz ehrlich, sogar von Kindern vom Ausland habe ich mehr Respekt, weil von Erwachsenen von Deutschen her. Sag ich ganz ehrlich. Und da kommt's mir nicht mit irgendeinem Scheiß daher. Der Andreas, der muss jetzt auf cool machen, der muss jetzt wieder einen auf John Lennon machen, der muss quasi wieder einen auf einen Affen machen. Das habe ich nicht wert. Und das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel war generell bloß einmal euch aufzuklären, dass ihr mal versteht, was ich eigentlich damit gemeint habe, mit Minderwertigkeitskomplex. Und ihr besitzt alle besitzt ihr Minderwertigkeitskomplex. Und jetzt erkläre ich einmal, warum ich kein Minderwertigkeitskomplex habe. Warum? Ja, mir stört das nicht einmal, dass ich keinen Familienhalt habe. Mir stört das auch nicht, dass ich quasi von jedem hintenrum nur verscheißert worden bin. Mir stört das nicht, weil ich weiß, dass ihr keinen Charakter besitzt. Mit sowas will ich ja nicht abgeben. Das ist Fakt. Ja, ist so. Das sind Fakten. Das stört mich nicht. Und dadurch bin ich immer abgehärtet worden. Ich habe einfach jemanden gebracht. Eine Mentalität, an John Lennon, dass ich quasi mich absolut von meinem Selbstbewusstsein so stärken kann, dass mich niemand mich angreifen kann. Wortwörtlich. Und das habe ich gehabt. Das habe ich auch jetzt. Und ich habe mehr Selbstwertgefühl wie jeder von euch. Weil wenn ich weiß, dass einer sich schlecht verhalten tut, so geht es, weil ich den Menschen klar machen will, so geht es nicht. Und der Sinn dahinter ist an der ganzen Geschichte, dass er darüber nachdenkt und dass er vielleicht das nächste Mal anders sich verhalten muss. Weil es kann ja auch bei jedem anderen auch ein Fehler sein. Menschen machen Fehler.
Und Menschen müssen auch ihre Fehler abzitieren. Und Menschen müssen auch aus ihren Fehlern lernen. Und nicht generell unschuld. Ich bin ein Unschuldslamm. Ich bin das, ich bin das, ich bin cool man, ich bin das. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin euch alle weit voraus. Alle. Und werde es immer sein. Und ich werde definitiv, wenn mir eine Frau mir eine Chance gibt und wenn Menschen mich wertschätzen und nicht hintenrum über mich schlecht reden, werden die mit mir eine bessere Freundschaft, eine ehrliche Freundschaft, eine direkte Beziehung, eine ehrliche Beziehung und einen besseren Zusammenhalt finden und bekommen, wie jeder andere untereinander von euch. Und das wollte ich jetzt euch definitiv sagen. Und jetzt überlegt's, was ihr macht. Entweder Minderwertigkeitskomplex weiterfahren oder generell jetzt vielleicht einmal darüber nachdenken und auch unter anderem einmal vielleicht auch auch gestehen. Ja, der hat vielleicht jetzt Unrecht, vielleicht muss ich da auch wirklich einmal das auch einsehen, weil ganz ehrlich, wenn man jemanden aufklären will, wenn man jemanden kritisieren tut oder aufklären tut, kritisieren ist wie aufklären. Wenn man es aus guten und aus Respekt her es geben tut. Wenn man jemanden sagt, quasi zwei Sachen. Bloß ein Beispiel. Wenn ich sage, da kommt einer und sagt, oh, du, das passt mir nicht, was du dran hast. Schau bloß, dass du das, den Scheiß auszeigst. Das ist nicht die Art von Artikulieren. Wenn ich aber jetzt hergehe und zu ihm sage, du, bitte zeig mal den Pulli aus, weil das passt absolut nicht, dass du sowas trägst. Ich meine jetzt zum Beispiel irgendwas Rechtspropagandistisches jetzt zum Beispiel. Bitte zeig mal das aus, weil das passt absolut nicht und ich möchte sowas nicht sehen oder so. Bloß ein Beispiel. Natürlich hört sich doch das zweite besser an. Und genau das ist ja das, was ich eigentlich machen da. Manchmal muss ich über die Stränge zeigen, weil ihr nicht mehr zuhört und weil ihr generell mich nicht ernst nehmt. Und genau das ist die psychologische Interesse, was ich quasi in dem Sinne vertreten habe. Genau das ist der Punkt. Weil ihr generell nicht zuhört, deswegen muss ich mit härteren Mitteln quasi fungieren. Das war der Sinn dahinter. Entweder fahrt die gleiche Schiene weiter oder ihr fangt es überlegen an und macht einmal Gedanken und vielleicht wird sie einmal wach, dass es nicht immer alles A oder B ist, sondern auch mal C gibt. Ihr sollt da wirklich mal drüber nachdenken, wenn ihr Hirn besitzt. Und ich hoffe es mal, dass ihr Hirn besitzt. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann fahrt's weiter in der Gesellschaft und in der Siebschaft. Dann wünsche ich einen guten Flug. Und dann braucht's ihr nicht wundern, dass irgendwann in diesem Land ein Donnerwetter veranstaltet wird. Das in Silvester ist für euch ein Versprechen. Das ist der Anfang von einem Bürgerkrieg. Das artet irgendwann so dermaßen aus. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen von mir, weil ich die Menschheit verstanden habe. Das ist ein Versprechen, weil ich das nicht will, dass es so weit kommen wird. Es ist ein Versprechen, weil ihr generell durch diese Dinge, was ich heute alles gesagt habe, genau das Problem vorhanden ist, dass jeder irgendwann durchtrat. Und sie haben ihr Recht, dass sie irgendwann durchtrat. Sie haben ihr Recht. Mit Worten sich wehren können, irgendwann müssen sie sich verbal sich wenden. Es ist einfach so. Weil irgendwann muss eine Regierung und irgendwann muss auch die Gesellschaft mal entrissen werden.
Weil so kann es nicht weitergehen. Und das ist Fakt. Und das wollte ich jetzt mal sagen. Ich schüre keinen Hass. Ich sag's nochmal. Ich schüre keinen Hass. Ich habe nur eine Prophezeiung in dem Sinn weit voraus euch jetzt aufgeklärt. Werd's erwachsen. Werd's wirklich erwachsen. Und werd's vernünftig. Und fangt's erst einmal das Hirn einzuschalten an. Wenn ihr Hirn besitzt, schaltet es ein. Und dann werdet ihr selber draufkommen, wovon ich in ganze Zeit geredet hatte. Also, peace and love. Euer Andrew John Winston Lennon.